Es sind erschütternde Nachrichten. Sinead O'Connor ist tot. Die irische Sängerin muss erst Anfang 2022 einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihr Sohn stirbt damals im Alter von nur 17 Jahren. Er begeht Suizid. Deshalb zieht sie sich zurück und kündigt an, nie wieder auftreten zu wollen. Knapp 18 Monate später ist nun bekannt, die Nothing Compares to You-Interpretin ist mit 56 Jahren gestorben. Trauernde Fans schauen nun auf ihr bewegtes Leben zurück. Sinead hat keine leichte Kindheit. Ihre Mutter misshandelt sie körperlich. Auch als Erwachsene macht sie viel durch. Die vier Ehen der Iren scheitern. Sie hat mit mentalen Problemen zu kämpfen, versucht zweimal, sich das Leben zu nehmen. Auf Social Media nehmen ihre Fans und ihre Familie rührend Abschied von der Musikerin. Mit großer Trauer geben wir das Ableben unserer geliebten Sinead bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben darum gebeten, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden. Sinead bleibt unvergessen.